Die Rede ist von einer Lehrkräfteoffensive. Zwar freut man sich darüber, dass heuer rund 1000 Studierende mehr den Lehrerberuf ergreifen wollen als in den letzten Jahren, aber man ist sich einig, der Job muss attraktiver werden. Wir brauchen mehr Pädagoginnen und Pädagogen. Wir werben auch um sie, aber dafür ist es natürlich auch wesentlich und wichtig, dass das Studium attraktiv ist, dass es eine akzeptable Länge hat, aber insbesondere auch die notwendige Qualität liefert. Nachdem diese Studien jetzt fast 10 Jahre in Anwendung waren, gab es intensive Gespräche darüber, wo Verbesserungsbedarf besteht. Es gab eine umfangreiche Evaluierung durch den Qualitätssicherungsrat und es hat sich gezeigt, dass es an der Zeit ist, diese Studienpläne zu entschlacken, sie attraktiver zu machen, sie praxisnäher zu machen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diesen Schritt jetzt zu setzen. Ein Schritt, der vor allem die Studienzeit um ein Jahr verkürzt. 6 statt 8 Semester für den Bachelor, den Master schafft man gerne berufsbegleitend wie bisher in 2 Jahren. Damit spart man sich ein Jahr Studienzeit. Wir haben jetzt für Studium 6 Jahre Zeit gehabt und jetzt sind es dann 5 Jahre. Das ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite sehe ich es als Chance und Gelegenheit nachzuschauen, was brauchen wir wirklich. Oder anders gefragt, wie können wir Lerngelegenheiten so weiterentwickeln, dass sie auch in kürzerer Zeit denselben Effekt haben und vielleicht sogar einen höheren. Derzeit ist das vorgestellte Paket in der Begutachtung. Der Bildungsminister rechnet aber mit einer raschen Umsetzung. Für die Primarstufe könnte ich mir vorstellen, dass mit dem Studienjahr 2025/26 diese neuen Studienpläne bereits in Kraft sind. Für die Sekundarstufe ist es ein sehr umfangreicher Prozess mit den Universitäten und den pädagogischen Hochschulen, die gemeinsam ein neues Studium entwickeln. Wie rasch das über die Bühne gehen kann, das müssen die Institutionen entscheiden. Wer jetzt gerade ein Lehramtsstudium absolviert, soll aber keinen Nachteil aus der künftigen Verkürzung haben. Diejenigen, die jetzt in einem 4-jährigen Studium sind, die werden natürlich entsprechende Übertrittsmöglichkeiten haben. Da sind die Institutionen gefordert, dafür Sorge zu tragen, damit das auch in den Studienplänen entsprechend berücksichtigt wird. Der Bedarf an Lehrkräften steigt aber nicht nur, weil demnächst viele Pädagogen den Ruhestand antreten. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Babyboomer, die in Pension gehen werden in den nächsten Jahren, gleichzeitig weniger Geburten, das heißt weniger Schülerinnen und Schüler, aber wir haben zum Dritten auch eine geänderte Pädagogik, wo wir immer kleinere Klassen haben, immer ein intensiveres Betreuungsverhältnis. Das heißt, wir brauchen mehr Pädagoginnen und Pädagogen, die sich um unsere Schülerinnen und Schüler noch kümmern. Die Ausbildung soll auch praxisnäher werden. Gleiches gilt für den Unterricht in den Schulen. Hier sollen die Lehrpläne angepasst werden.